Ja, der PC und die CNC-Maschine sind nun eingeschaltet und zur Kalibrierung machen wir hier nun als erstes die Referenzfahrt. In diesem Beispiel hier schneiden wir eine Namenstafel aus einer Siebdruckplatte. Siebdruckplatten haben den Vorteil, dass sie einen guten Kontrast bieten, hier dunkel auf hell, und vor allem sehr sauber geschnitten werden können. Es gibt eine sehr saubere Schnittlinie. Das kann man hier gut beobachten. Hier im fortgeschrittenen Stadium die Namenstafel mit Staubabsaugung. Man sieht auch hier, es wird relativ viel Staub direkt weggesaugt, aber ein Teil, der bleibt natürlich immer liegen, das ist klar. Hier zeige ich ein anderes Beispiel mit einer plastifizierten Spanplatte. Eignet sich sehr gut für Probeschnitte, weil auch hier das Schneiden nicht ausfräst. In diesem Beispiel habe ich jetzt mal die Staubabsaugung entfernt, damit man auch besser sehen kann, wie der Schneidkopf die Platte schneidet. Man sieht dann auch sofort, dass sehr viel Staub anfällt, wenn die Staubabsaugung weggelassen wird. Hier der Fortschritt auf dem Computerbildschirm. Es ist eine Zeichnung eines Land Rovers von der Front. Und dann wieder die Übertragung direkt auf die Spanplatte. Man sieht jetzt bei diesem Beispiel gut, wenn die Staubabsaugung weggelassen wird, wie viel Staub sich da in kurzer Zeit ansammelt. Man kann dann auch gut jetzt beobachten, die beiden Staubschutzwände auf der Seite, die verhindern ja, dass der Staub direkt auf die beiden Gewinde der Y-Achsen herunterfallen. Wie gesagt, die Spanplatten, die eignen sich vor allem für Muster oder für Probeschnitte, aber weniger geeignet für die definitive Präsentation. Bei Holz fräse ich in der Regel bis zu 2 mm pro Schnitt. Das kann man dann stufenweise erhöhen. In Aluminium gehe ich eigentlich nur in Schritten von 0,5 mm vor. Hier zeige ich ein Beispiel mit Buchenholz. Auch hier schneiden wir eine Namenstafel direkt auf Buchenholz und man kann gut sehen, dass Buchenholz nicht so schneidefreundlich ist wie zum Beispiel eine Siebdruckplatte oder eine plastifizierte Spanplatte. Allerdings, wenn man dann am Schluss dieses Werkstück schleift, dann gehen diese Ausfransungen wieder weg. Hier kann man auch gut beobachten, wie die CNC-Maschine arbeitet. Wie gesagt, das Programm wurde erstellt auf CorelDRAW und dann von CorelDRAW direkt im PLT-Format auf die Maschine geladen. CorelDRAW optimiert die Fräswege nicht, das heißt, die Maschine arbeitet relativ unlogisch. Die Wege sind nicht optimiert und dadurch wird natürlich auch viel mehr Zeit benötigt, als wenn diese Wege optimiert wären. Es gibt dann schon eine Möglichkeit, diese Wege zu optimieren mit einem separaten Programm. Das ist jetzt aber hier nicht der Fall. Hier sind die Schnitte direkt so, wie sie ab CorelDRAW abgespeichert worden sind. Diese Aufnahmen, die sind jetzt verschnellert, die sind 7-mal schneller als im Original. Wie gesagt, ich fräse in der Regel eine Schnittgeschwindigkeit von 10 mm pro Sekunde.
10 mm pro Sekunde, das funktioniert gut auf Holz, aber auch auf Aluminium. Auf Holz schneide ich eine Tiefe von bis zu 2 mm pro Durchgang. Man kann dann mehrere Durchgänge laufen lassen und dann pro Durchgang wieder 2 mm dazugeben. In Aluminium schneide ich nur 0,5. Man könnte wahrscheinlich sogar ein bisschen tiefer gehen, aber ich möchte einfach vermeiden, dass es dann eine große Wärmeentwicklung gibt und sich dadurch das Aluminium schmelzt. So, und jetzt sind wir schon bald am Ende der Arbeit. Man kann es ja sehen, es ist eine Namenstafel mit dem Wort Werkstatt.